Hallo, liebe Leute. Tja, was soll ich sagen? Es ist eine bescheidene Situation hier auf dieser unserer schönen Welt, in der wir uns gerade befinden. Ich befinde mich gerade im Zentrum Altenberg in Oberhausen, in der Schlosserei des Zentrum Altenbergs. Hinter mir sieht man die halb zurückgebaute Bühne. Hier fanden bis vor 2 Wochen noch wunderbare Veranstaltungen statt. Dann erstmal ein großer Shutdown. Vor 2 Wochen war der 13., Freitag der 13., sowas. Freitag der 13., da hätte eigentlich Nachgewürzt stattfinden sollen. Nachgewürzt ist quasi die erste Veranstaltung, die dem Coronavirus zum Opfer fiel. Seitdem geht hier eigentlich nichts mehr. Ihr seht gerade das erste Video einer kleinen Reihe von Videos, die wir nutzen wollen, um so ein paar Lebenszeichen aus dem Zentrum Altenberg in die Welt zu senden. Wir wollen sagen, wir sind noch da, die Hallen stehen noch, man kann sie auch begehen, alleine, und es wird auch wieder besser. Irgendwann werden hier auch wieder Veranstaltungen stattfinden, ganz sicher. Es ist natürlich klar, dass es eine katastrophale Situation für die ganze Kulturszene ist, für alle Kulturschaffenden, auch für die Künstler, die sonst auf der Bühne stehen. Wir können einfach mal fragen, wie es den Künstlern so mit dieser Situation geht. Also die Antwort ist klar. Wie soll es denn schon gehen? Aber wir sprechen einfach mal. Wir gucken mal, wie zum Beispiel Matthias Reuter mit der Situation umgeht und schalten mal direkt live zu Matthias Reuter. Ja, hallo Kevin, hallo zusammen. Ja, es ist richtig, es ist momentan einfach finanziell nicht die einfachste Zeit, aber also so richtig reich sind wir ja noch nie gewesen. Und naja, Nachgewürz kommt zurück. Klar, der eine Termin, beziehungsweise der Freitag und Samstag mussten ausfallen, aber wir werden irgendwie ein Special machen und gucken, dass wir die Veranstaltung nachholen. Jedenfalls haben wir momentan viel Zeit zu üben. Also ich sitze zwar, ich spiele viel Klavier. Ich habe mir das Elton John Buch zur Hand genommen und ich übe einfach ein bisschen mehr. Wir werden vielleicht gelegentlich mal eine neue Geschichte schreiben. Vielleicht gibt es auch mal eine auf Video zwischendurch. Und ansonsten, ja, bleiben Sie gesund. Wir gehen nicht raus. Wir gucken viel Netflix drin und ja, stecken uns hoffentlich nie an. Also bis die Tage. Ja, tschüss. Danke, Matthias, für diese kleine Momentaufnahme und wir sehen uns bald auch bestimmt live wieder auf dieser Bühne hier. Ja, wie gesagt, 13. und 14. März hätte Nachgewürzt stattfinden sollen. Corona kam dazwischen und diese Veranstaltung ist jetzt auch ersatzlos gestrichen. Das heißt, vielleicht so als kurze Info für Sie noch, diejenigen, die Tickets haben oder hatten, ja, haben, die können natürlich zurückgegeben werden. Es gestaltet sich im Moment vielleicht noch ein bisschen schwierig, weil das Büro jetzt auch nicht immer besetzt ist, Kurzarbeit und so weiter. Schreiben Sie einfach eine E-Mail oder schauen Sie sich auf www.zentrumaltenberg.de die Möglichkeiten an, die Sie haben. Melden Sie sich beim Zentrum Altenberg, schreiben Sie die E-Mail oder rufen Sie an, versuchen Sie jemanden zu erreichen und dann kann man natürlich das Ticket erstattet bekommen. Ja, nochmal zurück zu Matthias vielleicht. Vielleicht hast du nochmal so ein paar aufmunternde Worte, vielleicht einen Song, den du schreiben, den du, ja, du kannst auch gerne Songs schreiben, natürlich. Ein Song, der vielleicht schon fertig ist, den du jetzt performen kannst für uns. Ich schalte nochmal zurück, ich sage schon mal Tschüss und ja, schaut euch immer wieder mal um auf YouTube, auf Facebook. Kann sein, dass das ein oder andere Video demnächst dann auch nochmal kommt. Ja, vielen Dank hierfür erstmal, fürs Zusehen und vielleicht sieht man sich. Bis dann, ciao. Ja, noch gibt es keine komplett neue Geschichte, aber vielleicht mal ein Videoausschnitt aus meinem Programm. Es ist mit einer Geschichte, die außer Zeit stand, als man noch, also ganz problemlos aus dem Haus, die Zeit, als es noch Klopapier gab. Aus der Zeit ist das ein Video, als man noch aus dem Haus konnte, vor allem als also auch noch ältere Leute aus dem Haus gehen konnten. Es ist eine Reisegeschichte, es ist meine erste Reisegeschichte, es ist vielleicht sogar eine. So eine Reisewarnung, denn die Geschichte handelt von einem Ort, den meine Freundin und ich besucht haben und den wir aber ganz sicher in den nächsten 30 Jahren nicht besuchen werden. Das ist jetzt gar nicht, weil wir nicht raus dürfen oder also, weil der Ort nicht schön wäre, sondern wir haben einfach festgestellt, wir passen nicht so gut zusammen. Der Ort, das ist ja manchmal, stellt man das fest, man fährt in Urlaub und dann stellt man vor Ort fest, dass es also, dass der Urlaubsort, den man sich ausgesucht hat, zu anderen Menschen viel besser passt als zu einem selbst. Und die sind dann da. Und das ist das Problem. Und um dieses Problem geht es auch so ein bisschen in der jetzigen Geschichte. Es ist eine Geschichte mit dem Titel 144 Meter Lebensfreude. Ein Besuch auf der Drosselgasse in Rüdesheim. Jawohl! Jawohl, es gibt ihn, den Ort, an dem ich, Jahrgang 1976, der Jüngste, und das muss man mal hinzufügen, mit 1,68 Meter Körperhöhe auch der größte Mann sein kann. Ich schreibe bewusst Mann, denn meine Freundin ist 1,70 Meter und damit die größte Frau der Stadt. Wir sind in Rüdesheim.
Unterwegs von Karlsruhe nach Duisburg sind wir beide völlig unvorbereitet hier hereingeraten. Kurz zuvor waren wir noch so klein wie immer, doch schon kurz hinter der Rüdesheimer Ortsgrenze sind wir auf einmal schlagartig gewachsen. Beziehungsweise sind alle anderen geschrumpft, aber mit dem gleichen Ergebnis. Wir fühlen uns wie Gandalf der Graue zwischen den Hobbits. Allerdings bei umgekehrten Altersverhältnissen, denn hier sind alle Hobbits grauer als wir. Bei näherem Hinsehen stellen wir auch fest, dass das gar keine Hobbits sind, sondern Rentner. Hunderte, ach was, tausende von feierbiestigen Methusalixen. Oder besser Papa-Schlümpfen und Mama-Schlümpfen. Denn in Rüdesheim sind alle Rentner blau. Ja. Sie haben sich schon auf dem Weg hierhin, im Bus oder auf dem Schiff, mit allem betankt, was die deutsche Likörindustrie für amüsierwillige Bingo-Spieler so bereithält. Wer hier nicht voller Eierlikör ist, der ist Japaner. Denn davon gibt es in Rüdesheim mindestens genauso viele und die sind voll integriert, im wahrsten Sinne des Wortes. Was dem Japaner an Eierlikör im Körper fehlt, das holt er mit Asbach uralt auf. Asbach-Uralt gibt es hier überall, in allen Formen. Man macht den Mund zum Atmen auf und hat sofort 4 Zentiliter Asbach in der Blutbahn. Würde man in Rüdesheim nach Öl bohren, es sprudelte in kürzester Zeit reinster Asbach-Uralt hektoliterweise aus der Pipeline. Und zwar vor allen Dingen an einem Ort, den jeder Japaner offenbar einmal im Leben besucht haben musste, um überhaupt zum richtigen Japaner zu werden. Und dieser Ort heißt Drosselgasse. Und genau dort haben meine Freundin und ich aus Versehen eine Übernachtung in einem Weinfass gebucht. Echt schnuckelig, hatte meine Freundin noch zu Hause bei der Internetbuchung ausgerufen. Übernachten im Weinfass, das ist romantisch, das ist urig, das ist ruhig, das ist wunderschön. Ja, das machen wir, hatte ich selbst zurückgejubelt. Bedürfnislos wie Diogenes in der Tonne. Nur der Rhein, der Wein und wir, Entspannung pur in der Natur. Wir überwiesen die 100 Euro sofort per Online-Banking. Und jetzt sind wir hier und es gibt kein Zurück. Unser Fass trägt den Namen Martinsthaler Wildsau und es befindet sich im Innenhof einer Gaststätte, die bei betrunkenen Greisen wie Japanern gleichfalls gut ankommt. Beide Gruppen tummeln sich im Hof und warten auf die Nacht. Denn genau vor den Hotelzimmer-Weinfässern wurde im Innenhof eine Bühne aufgebaut. Darauf stehen einige osteuropäische Marianne- und Michael-Imitatoren mit Blasinstrumenten und einem Akkordeon. Meine Freundin und ich beschließen, den Rest des Abends im Fass zu bleiben. Um 18 Uhr hören wir von draußen eine Akkordeon-Version von »Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär«, gesungen mit einem hübschen polnischen Akzent. Das gefällt uns eigentlich recht gut und wir schunkeln zu zweit in der Martinsthaler Wildsau sogar ein kleines bisschen mit. Als nächstes spielt die Band »Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär«, gefolgt von »Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär«. »Das kann doch nicht sein«, sagt meine Freundin. »Die können doch nicht dreimal dasselbe Lied nacheinander spielen.« »Aber sie können.« Ich blicke durchs Guckloch der Martinsthaler Wildsau. Singende Rentner und selige Japaner liegen sich schunkelnd in den Armen. Wein und Asbach fließen in Strömen. Keinem fällt auf, dass sich die Musik nie ändert. Vielleicht wechseln sie ja stündlich, hofft meine Freundin. Aber das tun sie nicht. Um 23.45 Uhr hören wir, wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wär, zum 85. Mal. Allerdings mit einer leichten Veränderung. Der Sänger und die Sängerin lallen. Offenbar geben einige der Japaner der Band Weinbrand aus. Wir beschließen, uns Socken in die Ohren zu stopfen und ins Bett zu gehen. In diesem Moment klopft es von außen am Fassdeckel. Vor der Tür stehen eine betrunkene Oma und ein betrunkener Opa. »Wir sind Feuerpolizei«, lallt die Oma und zeigt mir ihren Mitgliedsausweis vom Rommi-Verein. »Wir müssen sie warnen, es sind Betrüger unterwegs, sie den Enkeltrick anwenden. Sie müssen sofort das Fass verlassen.« Dann versucht sie, an mir vorbei durch die Tür zu gehen. Ich stelle mich ihr in den Weg. Ja, was soll denn der Quatsch, frage ich. Ich meine, wer soll denn hier in Rüdesheim bei uns beiden den Enkeltrick anwenden? Ich meine, die einzigen, die hier von irgendwem die Enkel sein könnten, das sind doch wir. Das sind die zwei, schreit die Oma. Terror, nehmen Sie die beiden fest. Der Opa kommt mir bedrohlich schwankend näher.
Aber meine Freundin geht dazwischen. Jetzt ist aber mal Schluss hier, sagt sie. Was soll denn der ganze Quatsch überhaupt? Der Opa lacht. Habt ihr Socken in den Ohren? Oder wachsen sie euch aus dem Kopf? Verschämt entstrumpfen wir unser Gehör. Das ist doch jetzt auch egal, sage ich. Was wollen Sie denn von uns? Die Oma wird ein kleines bisschen rot. Ja, also ich, mein Freund Theodor und ich, wir sind fast asiat und wir haben uns heute hier Autrosgast in Rüsheim kennengelernt. Und wir haben gedacht, hier wäre vielleicht keiner drin und wir könnten mal für ein Stündchen verschwinden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir sind schockiert. Ihr könnt ja vielleicht da vorne im Sessel warten und wir gehen in die Dusche, sagt der Opa. Oder können wir euren Autoschlüssel haben? Wir schaudern. Gibt's denn überhaupt keine andere Möglichkeit, fragt meine Freundin. Ich meine, Sie können doch auch einfach ein bisschen da vorne auf der Bank sitzen und nur Händchen halten. Die beiden Senioren gucken uns fassungslos an. Ja, macht ihr euch doch lustig, ihr jungen Hüpfer, sagt die Oma. Wir sind bald 80 Jahre alt. Sie sind alt. Für uns ist alles vorbei. Und da will man mal einmal ein kleines bisschen glücklich sein. Und da kommt ihr auf euren hohen Ross mit euren Socken in den Ohren angeritten und macht einen alles kaputt. Meine Freundin und ich gucken uns betreten an. Dann treffen wir eine gemeinsame Entscheidung. Aber wirklich nur eine Stunde, sagen wir. Nehmen zur Sicherheit unsere Autoschlüssel mit und gehen spazieren. Ein paar Mal die Drosselgasse rauf und runter. 144 Meter Lebensfreude. So steht es auf dem Werbeflyer der Stadt Rüdesheim. Berechnet wird diese Zahl offenbar wie folgt. 80 Lebensjahre mal 1,8 Promille gleich 144 Meter Lebensfreude. Denn um diese Zeit ist es hier wie am Ballermann, bloß mit mehr Japanern. Und mit Asbach-Ual statt Sangria. Tausende von Best-Age-Überschreitern taumeln wie die Zombies, singen durch die Stadt und schreien nach Wein und Polka. Auch greise Junggesellenabschiede sind dabei und grölen Lieder, die ganz sicher ab 18 sind. Aber das ist hier kein Problem. Eins steht jedenfalls fest: Man kann in Würde altern oder in Rüdesheim. Zum Glück wird unser Fass bald wieder frei, denken wir uns und machen uns auf den Heimweg. Doch schon aus etwa 35 Metern Entfernung sehen wir, dass dir irgendwas nicht stimmt. Unser Fassdeckel steht sperrangelweit auf. Aber von Oma und Opa ist nichts mehr zu sehen. Wir rennen zur Wildsau. Im Fass stellen wir mit Entsetzen fest, dass man uns ausgeraubt hat. Sogar mein Rasierschaum wurde gestohlen und die Socken, außerdem unser ganzes Geld. 300 Euro, fluche ich. Diese verdammten, miesen Alten. In diesem Moment entdecken wir ein DIN-A4-Blatt, das man für uns aufs Bett gelegt hat. Daneben liegt ein 50-Euro-Schein. Auf dem Blatt steht: Wir haben uns 250 Euro genommen, weil ihr so doof seid. Und wir lassen euch 50 Euro, weil ihr so nett seid. Vertraut nie jemandem bloß, weil er alt ist. Unser Tipp, der Enkeltrick funktioniert auch umgekehrt. Hasta la vista, ihr Deppen, und noch eine schöne Zeit in Rüdesheim. PS, wasch lieber noch mal die Bettwäsche durch. Wir trauen uns daraufhin nicht mehr ins Bett und packen unsere übrig gebliebenen 7 Sachen in eine Tüte und verbringen den Rest der Nacht im Auto. Das ist sehr unbequem, aber immerhin haben wir für 250 Euro heute mal was gelernt, das in keinem Reiseführer steht. Für die Stadt Rüdesheim sind wir beide einfach noch nicht alt genug. Vielen Dank. Wenn ich mir vorstelle, dass Leute das jeden Tag machen, also dass es Menschen gibt, die freiwillig sich jeden Tag hinsetzen und sowas machen, die sind nicht ganz gescheit, einfach. Fällig ab, ey.